Der EMDR mit aufgesetztem PMHG, Perpetual Motion Holder Generator, ist jetzt endlich fertig, zumindest soweit fertig für die ersten Testläufe. Jetzt kann richtig ausprobiert werden. Nochmal kurz zur Erklärung. Also unten wird der Motor, das ist eine durchgängige Scheibe, ganz unten Schwungmasse. Dann haben wir unseren Pulsmotorantrieb, so ähnlich wie Bedini. So ähnlich, nicht ganz genau dasselbe, aber kommt dem ziemlich gleich. Dann an den Triggerspulen haben wir Impulskondensatoren. Die Powerspulen werden mit den Piezos verschalten, so wie es in der Anleitung eben steht. Na, ist hier alles hier unten verlinkt. Ja, und dann unser Aufsatz mit diesem Perpetual Motion Holder Generator Prinzip. Ja. Die Magneten sind hier so drauf. Unten sind sie so. Und oben haben wir sie so drauf gemacht. Da konnten wir dann im Leerlauf, also von diesen 8 Spulen hier oben sind sie jetzt insgesamt, ne, konnten wir eine Leerlaufspannung von 230 Volt Gleichspannung messen. Ja. Also ganz normal wieder verschalten. Und zwar die Anfänge miteinander verbunden, die Enden rausgeführt und über Gleichrichterbrücken dann hier in Reihe mit den anderen Gleichrichterbrücken zu einer großen Ausgangsspannung zusammengeführt, die dann hier unten rauskommt. Ja, die betreibt jetzt momentan hier so eine Energiesparlampe für normalen Hauswechselstrom. Die geht schon ab 100 Volt los. Also ich glaube bei 95, 96 oder 98 Volt fängt die an mit Leuchten. Leider haben wir es hier eben noch nicht geschafft, die komplett zum Leuchten zu bringen. Also Dauerleuchten haben wir noch nicht. So alle 10 Sekunden blitzt sie mal schön auf. Davor sind diese zwei Kondensatoren geladen. Die können sich in Reihe so auf knapp 400 Volt aufladen. Das sind jeweils 200 Volt, ne? Ja. Aber hier oben ist ja auch noch ein Haufen Platz, ne? Die Scheibe könnte noch viel größer gemacht werden. Und außerdem könnte hier noch eine doppelte Unterbrechung stattfinden. Wir haben ja jetzt nur, ja, hier in der Mitte sind unsere Ferritkerne drin. Da sind sie drin. Und unten die Löcher sind ein bisschen größer als diese Ferritkerne und unterbrechen das hier immer ziemlich genau. Ja, außer bei den mittleren Spulen, bei den inneren Spulen. Ja. Dadurch unser Platz hier ziemlich begrenzt gewesen ist, haben wir uns entschlossen, nur außen so viel Unterbrecherlöcher wie möglich reinzumachen und in der Mitte drauf zu verzichten, weil wenn wir in der Mitte welche drauf gemacht hätten, wären wir vielleicht auf 5 Löcher oder so gekommen. Und dann hätten wir ja außen auch nur 5 Löcher machen können und ja, hätten wir einen Haufen Drehzahl verschenkt dadurch. Aber wie wir gleich sehen werden, funktioniert das auch schon halbwegs passabel, zumindest für Versuchszwecke. Wir sind noch meilenweit davon, was heißt meilenweit? Vielleicht sind wir gar nicht mehr so weit davon entfernt, aber der Weg zum Selbstläufer, ist zumindest immer keine endgültige Sackgasse geraten. So, wollen wir nochmal anwerfen? Erstmal ausschalten, anstecken und andrehen. Diesmal lassen wir mal so rumdrehen hier. So, erster Gang rein, zweiter Gang rein und dritter Gang rein. Jawohl, jetzt geht er ab.
Und da hat sie sich schon das erste Mal entladen. So, gucken, wie lange es dauert, bis ich nochmal entlädt. Ja, also 8 Sekunden sind es ungefähr. Dann leuchtet die einmal komplett auf. Ne? Also nochmal gucken. So, hier bei der Drehzahl sind wir jetzt ungefähr. Vorhin waren wir bei 2100. Gucken, wo wir jetzt rumgurken. Ah, das ewige Problem. Batterien! Die Batterie ist zu schwach. Ja gut, da geht es dann halt dann weiter, wenn wir wieder Batterien für ein Drehzahlmesser haben. Aber ich glaube, ich habe schon 2100 Umdrehungen gemessen. 2100 Umdrehungen, 17 Löcher und 8 Sekunden bei einer Lampe, die 2 Watt braucht. Ja, wer rechnen kann. Ich kann das ja mal durchrechnen. Jetzt sind die Lampen leuchten auch noch schön. Das war eine tolle Kanne. Aber auch schon relativ hell. So, und jetzt wollen wir mal hinhören. Mal gucken, ob er in die Knie geht, wenn wir hier unsere Generatorspulen kurz schließen. Warte, wir lassen es noch einmal blitzen. Und dann. Kurzschluss. Okay, Kurzschluss ist da. Habt ihr irgendwas gehört? Nein, ne? Tut sich an der Drehzahl nichts. So, und wenn wir unseren Drehzahlmesser haben, ausschalten. Wenn wir unseren Drehzahlmesser haben, können wir mal messen, ob er nicht sogar ein kleines bisschen an Drehzahl zugelegt wird. Seht, er läuft wunderbar nach, obwohl auf den Generatorspulen voller Kurzschluss ist. Ach ja, ich weiß noch, ob ich es vorhin schon gesagt habe, die Generatorspulen, die sind mit 2 mal 0,12er Draht gewickelt, habe ich in Reihe geschalten, sodass ich in Reihe auf ein bisschen was über 13.000 Umdrehungen und Windungen gekommen bin. Ja, also 2 mal 6.666 Windungen pro Spule.